Wir wollen uns darüber unterhalten, was das jetzt eigentlich gewesen ist und was das heißt, was da passiert ist rund um WikiLeaks und OpenLeaks und das Leaken an sich. Kurze Vorstellung, Linus Neumann schreibt für netzpolitik.org meistens die Artikel über OpenLeaks, WikiLeaks und so und wird manchmal als Fan von den einen und manchmal von den anderen beschimpft. Und was er wirklich findet, sagt er uns gleich. Außerdem ist er bei der digitalen Gesellschaft und, was viele immer noch nicht wissen, aber super geeignet deswegen dafür, ist ausgebildeter Psychologe. Und auf meiner anderen Seite Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Club, Informatikerin, Buchschreiberin und hat aus Perspektive des CCC, glaube ich, auch einiges dazu zu sagen. Also um das kurz zusammenzufassen, hat der Freitag am letzten Donnerstag die Tatsache veröffentlicht, dass es also möglich sei, mit einem frei zugänglichen Passwort eine ebenso frei zugängliche Datei zu entschlüsseln, und da würden am Ende die WikiLeaks-Cables rausfallen, also die Diplomatendepeschen der USA, und zwar vollständig und unredigiert. Und dann war einige Zeit oder einige Tage das Rätseln groß, ob das jetzt stimmt oder nicht, und irgendwann war dann eben auch geklärt, dass es sich um das Passwort handelte, was ein Guardian-Reporter in seinem Buch, welches ich glaube im Februar veröffentlicht worden war, als Titel eines Kapitels genommen hatte und darunter geschrieben hatte, Assange's 58-Zeichen-Passwort. Und diese Datei im Rahmen der DDoS-Attacken, die auf die WikiLeaks-Server gingen, als WikiLeaks darum gebeten hatte, ihnen Mirror-Plätze zur Verfügung zu stellen, auf diesem Wege ihren Weg auf mehrere tausend Rechner gefunden hatte und dann auch von dort aus als Torrent auf eine beliebte Plattform. Kannst du so Vokabeln wie DDoS und Torrent? Okay, DDoS, also es gab, ich muss mir jetzt kurz erinnern, in welchem Monat das war, ja, kurz nach der Veröffentlichung. Jedes Mal kurz nach der Veröffentlichung, dass dann also große, also von Feinden WikiLeaks Attacken auf diese Server gefahren werden, die also durch viele Abfragen versuchen, diesen Server dazu zu bringen, dass er nicht mehr antwortet. Ähnlich wie das, was Anonymous gerne mal mit Leuten oder Firmen machen, die sich freiheitsfeindlich verhalten. Also dieses typische, eine Webseite abschalten. Und in diesem Rahmen hatte WikiLeaks eben um Hilfe gebeten und irgendwie nicht beachtet, dass versteckt und verschlüsselt sich dort eine Datei mit in diesem Paket befand. Und wer also ein bisschen Zeit sich genommen hat, konnte also dann, oder ein bisschen nachgedacht hat, oder sich viel mit WikiLeaks beschäftigt hat, konnte also auf die Idee kommen, mal das Passwort bei dieser Datei auszuprobieren und konnte sich dann über Erfolg freuen. Mit anderen Worten, Ergebnis ist, WikiLeaks hat unredigiert diese Sachen rausgehauen. Die hatten sich die ganze Zeit Mühe gegeben, das mit Journalisten abzuarbeiten, nach und nach zu veröffentlichen. Sie haben den Schutz ihrer Quellen immer sehr groß geschrieben, wobei jetzt das Leaken dieser Cables ja eigentlich keinen Rückschluss auf die Quelle lässt. Und müssen sich jetzt mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass sie einerseits ihre Sicherheit nicht im Griff haben und andererseits nun viele Informanten gefährden, wobei notabene es nicht um die Informanten WikiLeaks geht, sondern um die Informanten der USA, die also in diesen Cables ja erwähnt werden. Also was weiß ich, irgendwelche Afghanen, die da ihre Landsmänner verraten oder andere geheime Informationen der US-Regierung geben, wie irgendwelche Abstimmungen zum Beispiel der Bundesregierung oder was auch immer. Also mit diesem Vorwurf müssen sich jetzt auseinandersetzen. Ein paar Ergänzungen, die jetzt bestimmt viele gelesen haben. Also ich glaube, die Meinungen gehen deutlich auseinander. Man sollte vielleicht noch das Statement hinzunehmen, was WikiLeaks jetzt dann dazu geschrieben hat, was im Wesentlichen sagt, der Guardian-Journalist ist im Prinzip schuld an dem Leak, denn er hat sich ja dazu durchgerungen, ein Buch zu schreiben. Weswegen das Statement des Guardian-Journalisten David Lee heißt, der im Prinzip sagt, naja, erstmal hatten wir es sehr eilig und zum Zweiten
zugesichert worden, sein temporäres Passwort, und entsprechend sah er kein Problem. Also sollte man vielleicht hinzufügen in der Geschichte. Und ich glaube, dass die Rolle des Freitags dabei bestimmt kritisch betrachtet werden muss, einfach natürlich, weil vielleicht nicht unbedingt ein unabhängiges Medium ist, kann man drüber debattieren, ist zumindest eine Meinung, die man jetzt häufig hört, da sie ja Partner von OpenLeaks waren und kolportiert wird ja nicht allzu selten, dass Daniel Domscheit-Berg die Informationen an den Freitag gegeben hätte, die dann später in diesem eingangs von Linus erwähnten Artikel seinen Niederschlag gefunden hätten. Vielleicht noch als letzte Anmerkung dazu, also nur um das zu ergänzen, die unmittelbare Folge ist auch noch, dass WikiLeaks selbst die unredigierten, vollständigen Cables jetzt von sich aus online gestellt hat. Also das heißt, der Spaß, das Torrent zu suchen und Passwort daran zu flanschen, den können wir uns klemmen, weil das jetzt direkt angeboten wird. Dass das im Freitag so erschienen ist und dass der Freitag Partner, Medienpartner von OpenLeaks ist, und das hat ja vermutlich damit zu tun, dass Daniel Domscheit-Berg OpenLeaks gestartet hat, dass Daniel Domscheit-Berg im Camp des Chaos Computer Club im August einen Auftritt hatte, der so und so eingeschätzt wird und dann in der Folge vom CCC ausgeschlossen wurde. Und danach was losgebrochen ist, was allgemeinhin so als Schlammschlacht im Grunde bezeichnet wird. Glaube ich, auch eine adäquate Beschreibung aus meiner Sicht. Zwischen, jetzt könnte man sagen, Projekten, aber man könnte auch sagen, verschiedenen einzelnen Männern, die sozusagen jeweils als Protagonisten dieser verschiedenen Projekte wahrgenommen werden. Wie sieht der CCC seine Rolle da drin? Naja, der CCC hat natürlich eine sehr schwierige Rolle darin. Das liegt zum einen daran, dass viele Besucher, zumindest ein Großteil von denen, mit denen ich gesprochen habe, die auf dem Camp waren, was übrigens ein absolut geiles Camp war, quasi von dieser Geschichte überlagert wird, die haben eigentlich die ursprüngliche Aufregung darum, dass Daniel zum Hacken aufgefordert hätte, also dass er quasi die anwesenden 3.000, 4.000 Hacker aufgefordert hätte, quasi ein Security-Testing an OpenLeaks zu machen, so nicht verstanden. Allerdings ist, glaube ich, unstrittig, dass die Presse das so verstanden hat, insbesondere ein Taz-Artikel, und Taz ist auch ein Partner von OpenLeaks, hat es so gedruckt. Genau. Also das heißt, der Ursprung des Streits ist ja die Frage, ob sich der CCC als eine Art TÜV missbrauchen lässt, und ich glaube, eine große Mehrheit würde sagen nein, aber viele, die eben auf dem Camp anwesend waren, haben die Aufforderung so gar nicht gehört, also die in dem Vortrag von Daniel saßen. Das kann sich jeder ansehen, davon gibt es ja ein Video, also ob man es oder so versteht. Noch schwieriger ist es, also auch für mich persönlich, darüber groß zu reflektieren, da der Vorstand des CCC, Daniel Domscheit-Berg, aus dem Bundes-EV ausgeschlossen hat. Und die Sprecher des CCC, weil da derzeit 5 sind, das öffentlich nicht kommentieren. Das hat natürlich einen Grund, das wird sich jeder denken können, und manche der Sprecher haben das ja auch öffentlich gemacht, dass wir die Entscheidung nicht mittragen. Und da wird sozusagen aber anders eben als in diesem ganzen WikiLeaks, OpenLeaks-Streit eben keine öffentliche Schlammschlacht darum führen wollen, denn schließlich ist der Vorstand des CCC ein gewähltes Gremium, das müssen wir erstmal hinnehmen. Also den haben die Mitglieder in einer Mitgliederversammlung gewählt. Also wir wollen die Schlammschlacht da nicht austragen. Daniel Domscheit-Berg ist weiterhin Mitglied im Chaos Computer Club Berlin, der ja nochmal ein eigener Verein ist, neben dem bundesweiten. Also so ist es zusammenzufassen. Ich glaube natürlich schon, dass der Beginn dieser Schlammschlacht und ein großer weiterer Schritt dieser Schlammschlacht ist ja auch noch das Statement, was Julian Assange in der Folge gemacht hat. Also sicherlich haben es hier viele gelesen. Das ist ein sehr großer Verschwörungsrant über die Mitgliedschaft von der Ehefrau von Daniel Domscheit-Berg bei verschiedenen Geheimdiensten. Also das ist ja eine große Verschwörungstheorie, die hat natürlich dazu beigetragen, dass es nicht nur national, sondern auch international, sogar also viel stärker international als national berichtet wird, und von allen Seiten, glaube ich, wenig Fingerspitzengefühl mit dabei war. Aus meiner Sicht, und ich glaube, das ist auch eine Mehrheitsmeinung im CCC, ist das Bedauerlichste an dem ganzen Vorteil eigentlich der Reputationsverlust aller Leaking-Plattformen, die
nach wie vor das Fehlen einer funktionierenden Plattform, also die eine Submission-Form hat, die man kennt, an die man sich auch wenden kann, als jemand, der ja aus irgendwelchen ethisch-moralischen Gründen etwas aus seiner Behörde oder seinem Unternehmen leaken möchte, das ist natürlich das größte Problem. Aber da bin ich ziemlich guter Hoffnung, dass das nicht so bleiben wird und dass es Nachfolgeplattformen geben wird, die vielleicht sogar einen Vorteil haben könnten, nämlich dass sie nicht so zentralistisch sind, sondern dezentral und damit auch schwerer zu zensieren. Und haben wir ja bei WikiLeaks gesehen. Insofern, also das ist auch die Aufforderung sozusagen an die Clubmitglieder, sich einmal an mehr und coolen technischen Konzepten zu beteiligen, wie man sowas bauen könnte, weil die Idee ist ja nicht tot zu kriegen und die soll ja auch nicht mehr tot gehen. Aber zum anderen natürlich auch einmal auch einen Gedanken an diesen Bradley Manning zu verschwenden, der da seit mehr als einem Jahr in diesem Knaster hockt und über den in dieser ganzen Ego-Show einfach wenig geredet wird. Ego-Show ist ein schönes Stichwort, das mich zu meiner nächsten Frage führt, die so ein bisschen unter der Überschrift ist, sind das jetzt eigentlich alles Egomanen oder sind das eigentlich Visionäre? Da bildest du natürlich als Psychologe. Genau, das ist der Psychologe quasi schon pra Definition für geeignet. Wir haben Julian Assange, der, glaube ich, als Egomane schon seit einer Weile unzweifelhaft beschrieben wird. Es gibt Daniel Domscheit-Berg, der auch nicht an mangelndem Selbstbewusstsein leidet. Dann hatten wir einen Auftritt von Andy Müller-Magun in dieser Angelegenheit. Ich finde, die beteiligten Journalisten, seien es David Lee, aber inzwischen auch die des Freitag, als auch zum Beispiel des Spiegel, also eigentlich auch die sozusagen ursprünglichen Medienpartner, die ja jeweils mit Journalisten da relativ deutlich aufgetreten sind, finde ich eine ganze Parade von Männern, die meinen, sie haben der Welt was zu sagen. Welche Rolle spielt das dabei? Darum kreist eigentlich ja alles, was am Ende schiefgegangen ist. Also ich will jetzt ja nicht jeden einzelnen psychologisch ferndiagnostizieren, da haben wir, glaube ich, alle einen ganz guten Eindruck, was da gelaufen ist. Ich würde gerne noch mal kurz das aufgreifen, was du gerade sagtest, dass es mal so eine Plattform geben muss. Und was ich glaube, was anfangs einfach schiefgelaufen ist, dass das Erfinden oder Betreiben einer Leaking-Plattform als so völliger Irrsinn, völlig wahnsinniges Konzept in den Medien verkauft wurde. Also es wurde ja in vielen CNN-Berichten und so dann immer gesagt, so Julian Assange, der die Hälfte seines Lebens damit verbracht hat, das Wissen zu akquirieren, um WikiLeaks betreiben zu können. Ja, also da lache ich müde. Ja, es ist nicht wirklich so kompliziert, ein Submission-System zu bauen, was Rückschlüsse nicht zulässt und was auch vielleicht noch so plausible deniability, also plausibles Leugnen, dass man etwas eingereicht hat, zulässt. Ja, das ist also, da muss man nicht so lange für nachdenken, bis man sowas hat. Trotzdem ist ja auch WikiLeaks gar nicht erst, also WikiLeaks gibt es ja viel länger, als es jetzt in den Medien ist. Und lange Zeit dümpelte dieses Projekt ja irgendwie so vor sich hin, bis irgendwann mal Leute so viel Vertrauen dazu hatten, zu sagen, alles klar, jetzt haue ich da mal wirklich mal eine Granate rein. Und was dann passiert ist, ist, denke ich, relativ gut nachvollziehbar, dass also auch so ein Druck auf diese Menschen, alle Beteiligten da entstanden ist und denen irgendwie so eine Art Ehre zuteil wurde und ja, WikiLeaks von einem auf den anderen Tag auf jeden Fall einen Platz in der Geschichte, nicht nur des Landes, sondern der Welt gesichert hat. Ich glaube, es ist relativ nachvollziehbar, wenn man wirklich auf einmal merkt, ey, ich habe etwas gemacht, damit stehe ich in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern, dass man dann vielleicht auch so den Drang verspürt, mal zu sagen, so, ich. Und das geht dann eben auch, ja, vielleicht schief bei Menschen, die vielleicht grundsätzlich auch die Tendenz ganz gerne haben, mal zu sagen, ich. Ja, da kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich denke, dass das natürlich eine gewisse ja, psychologische Prädisposition irgendwie voraussetzt, so etwas zu machen. Aber wenn man sich anschaut, es wurde ganz lange eben verbreitet, auch von Daniel und von Assange, dass das eine internationale, riesengroße Serverinfrastruktur wäre, weltweit in 43 Milliarden Ländern aufgestellt. Und am Ende war es dann irgendein alter, schwacher Server irgendwo in Westdeutschland. Und das heißt mit anderen Worten,
dieser Wahnsinn, der am Schluss jetzt das ganze Ding so explodieren hat lassen, derselbe Wahnsinn war, glaube ich, auch das, was dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat. Und das ist das, was, das hat Thorsten Klein so schön geschrieben, ja, also das ist jetzt wieder so ein bisschen heteronormativ vielleicht, aber er hat gesagt, WikiLeaks hatte etwas, was halt einfach viel wichtiger war als tatsächlich die große technische Infrastruktur, und das waren Eier, ja. Also das heißt wirklich einfach zu sagen, wir haben nichts, ja, aber dann wirklich so hoch zu pokern und wirklich solche Dinge wie Julius Bär und solche Sachen halt auf einem Server in Deutschland zu hosten, ja, und sich darauf einzulassen und zu sagen, kommt doch her, wir haben ein internationales Netzwerk, was gar nicht der Fall war. Es gibt noch zwei Wortmeldungen. Die erste war dort und dann bei dir. Und dann haben wir auch noch, und dann gibt es ja, da also, unten noch eine. Ich wollte bloß mal fragen, also für mich ist ja diese Schlammschlacht weniger interessant. Ich denke, was man an WikiLeaks sieht, ist ja so ein bisschen das Problem. Da wird versucht, ein gesellschaftliches Problem mit einer technischen Plattform zu lösen. Also dass ja die fehlende Transparenz dann hergestellt wird von dem einsamen Hacker, der da irgendwie seinen Server aufzieht. Und das ist, glaube ich, schon einfach der falsche Ansatz. Also vielleicht könnte man einfach darüber nachdenken, was denn die Voraussetzungen sein müssten, um sowas ja verantwortungsvoll sozusagen mit einer entsprechenden, auch einem gesellschaftlichen Rückhalt oder einer gesellschaftlichen Infrastruktur, also nicht nur mit den richtigen Servern und den richtigen Algorithmen, sondern auch vielleicht mit was auch immer, also mit einem gesellschaftlichen Rückhalt dann aufzubauen. Es gibt jetzt noch mehr Wortmeldungen. Konstanze will ganz dringend was sagen. Ich will nur sagen, ich finde das völlig in Ordnung, dass wir das jetzt völlig aufmachen. Es gibt aber schon auch noch eine gewisse Choreografie in diesem Gespräch, die sozusagen in die verschiedenen Themen noch einsteigt. Also ich möchte eigentlich an was erinnern. Ich möchte daran erinnern, es gab mal eine Veranstaltung, war Anna auch dabei. Da kam Daniel Matthews hier nach Berlin, einer der Gründungsmitglieder von WikiLeaks, ein Australier, der in Boston lebt. Ich weiß gar nicht, ob du da auch warst, Linus. Na, egal, ist ja auch Schnurz. Der hat mir eindrucksvoll ins Gedächtnis zurückgerufen, dass diese Plattform, und daher kommt natürlich auch der Name WikiLeaks, mal ein kollaboratives Projekt sein sollte und dass die ganze Idee war, wir machen eine Community, die wertet vor allen Dingen aus und veröffentlicht nicht nur, das war Teil davon, aber vor allen Dingen wertet aus und bereitet auf. Die Idee starb schon sehr früh. Und ich finde es natürlich wichtig, dass diese kollaborative Idee wieder mehr zurückkommt. Und also man sieht es manchmal in den, sozusagen bei den WikiLeaks-Archäologen, dass die diesen alten ursprünglichen Ansatz noch sehen. Aber viele haben das vergessen und da würde ich gerne dran erinnern. Leider ist es so, dass Daniel Matthews darüber selber wenig schreibt. Ich bedauere das sehr, weil er hat da ein paar coole, visionäre Ideen. Jetzt ist, glaube ich, Stefan. Ich möchte an MS-Pro anknüpfen. Einfach dieses Legendenbildung um die Tausende von Server und Tausende von Leuten. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass ohne Legendenbildung bei Projekten im Netz einfach gar nichts mehr klappt. Weil wenn ich Legende drumherum baue, wie geil man eigentlich ist, ist einfach keiner sehen will und auch keiner irgendwas dafür machen will. Das ist ja, also klar, ein bisschen Legendenbildung kann man ja auch betreiben, ist ja auch völlig in Ordnung, aber dass man wirklich dann irgendwo in Westdeutschland einen Server stehen hat, ja, also wenn Michael sagt, ja, die Eier, ich meine, die Eier kann man sich ja auch durchaus nochmal stützen, dadurch, dass man vielleicht 2 oder 3 Server nimmt. Eigentlich nur Wahnsinn. Ich denke, also natürlich kann man da hoch pokern und das hat WikiLeaks auf jeden Fall gemacht. Es wäre aber bei all dieser Medienöffentlichkeit, all den Spenden, all diesem Pokern und all den Eiern eigentlich vielleicht auch angemessen gewesen, das vielleicht mit auch sich noch ein bisschen um Server zu kümmern oder so. Also wobei. Genau, also da gibt es ja, ich glaube, das könnten wir jetzt lange ausdiskutieren, wie da diese Submission-Form, das war also wirklich alles andere als Hexerei. Wo ist denn das zweite Mikro hin? Das müsste jetzt mal zu Malte. Da lang.
Ich finde bei der ganzen Debatte um dieses sogenannte Debakel ja den eigentlich bemerkenswerten Punkt, dass diese Cable-Dateien, um mal darauf zurückzukommen, doch wohl zu WikiLeaks gekommen sind, um veröffentlicht zu werden. Und zwar um komplett veröffentlicht zu werden. Insofern sehe ich irgendwie in den Vorgängen der letzten Woche, egal was da vorgelaufen ist und wie das alles war, nur wirklich überhaupt kein Debakel, sondern diese Datei ist ihrem Bestimmungszweck zugeführt worden. Die ist nämlich veröffentlicht worden. Sehr gut. Und für mich als Nicht-Hackie, als User, der WikiLeaks schon lange interessiert verfolgt und nutzt und sich mit anderen Leuten auch darum kümmert, zu lesen, was da steht und das auszuwerten, kann ich nur sagen, das braucht ein Projekt, was zurück auf Anfang geht, was dahin zurückgeht zu dem Anspruch, den es eigentlich mal gehabt hat. Weil, dass es weitergehen soll und dass es ein vernünftiger Ansatz ist, ist ja völlig klar. Und der andere Punkt, der irgendwie in der Debatte dieser Woche drin steckt, ist, dass da ja alle sehr viel über diese sogenannten Medienpartner lernen können. Ne? Also Medienpartner der Freitag. Skandalisiert, irgendwelche Informanten in Khartoum sind jetzt urstgefährdet und liefert dann gleich noch die Adressen zu den Cables dazu, damit auch wirklich der letzte Mann in der Khartoum-Wüste lesen kann, wer da jetzt in die Botschaft gegangen ist. Also der ganze Diskurs darum ist so hochgradig verlogen. Und da geht es natürlich von Seiten der Medienpartner darum, ihre Ressourcen zu schützen. Stichwort die Welt, die ja auch irgendwie ganz besorgt ist um die Informanten, hat sich für, ich weiß nicht wie viel, 100.000 oder Millionen in Norwegen die Datei schon Monate vorher gekauft und da sehr viel Geld versenkt, für eine Datei, die jetzt alle haben. Und macht jetzt sich Sorgen über Informanten und so weiter und so weiter. Also der Umgang der sogenannten bürgerlichen Medien mit diesem ganzen Phänomen ist, denke ich, hochgradig fragwürdig und das ist, glaube ich, eher nochmal ein Argument dafür zu sagen, ein Projekt wie WikiLeaks es mal sein sollte, ist absolut notwendig. Mit ein bisschen mehr Anonymität, auch für die Betreiber. Als eine Plattform, wo Leute Sachen hosten können, von denen sie glauben, dass sie an die Öffentlichkeit müssen. Also noch ohne die Medienapparate und die Journalisten, die immer sehr besorgt um die Informanten der anderen sind. Vielleicht ganz kurz, um das noch eben zu erläutern. Es gab ja neben dem Durcharbeiten dieser Cables einen weiteren wichtigen Grund, der dafür gesprochen hat, sie stückweise zu veröffentlichen. Und das ist, dass wir da von einer Viertelmillion reden. Ja? Das ist also mehr, als wahrscheinlich jeder von uns hier im Laufe seines Lebens lesen wird. An Cables oder lesen können wird, haben wir da. Und dass viele davon, wir hatten das ja gerade auch im Gespräch, eigentlich für sich ein einziges dieser Viertelmillion Cables kann ein Riesenskandal sein. Und die alle rauszuhauen und darauf zu warten, dass sie irgendwie nach und nach durchgearbeitet werden, hatte sich ja in vorangegangenen Veröffentlichungen gezeigt, dass das nicht so richtig funktioniert. Sodass also der Gedanke dahinter war, also auch taktisch, quasi dieses Feuer am Köcheln zu halten und immer wieder neue Veröffentlichungen quasi zu haben, damit das nicht alles auf einmal irgendwie als Strohfeuer abbrennt. Das war eine Überlegung, die dann sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Dann zu der Veröffentlichung der Tatsache, dass diese Datei da draußen ist und dass es dieses Passwort gibt. Also ich kann da nur zu sagen, wenn ich ein Geheimdienst bin und mich mit WikiLeaks auseinandersetze, dann ist sicherlich das Erste, was ich mache, alle Sachen, die ich irgendwo von denen kriege, seien sie auch verschlüsselt runterladen und sicherlich auch alle Bücher über die lesen. Ich kann auch sagen, dass ich bereits bevor diese Freitag-Geschichte rauskam, irgendwie mir zugetragen wurde, dass es da wohl ein gewisses Problem gäbe in einem Buch. Und jetzt habe ich zwar vielleicht einige Menschen, mit denen ich mich irgendwie ganz gerne mal unterhalte, aber ich bin alles andere als irgendwie da der Ober-Insider. Und wenn ich das schon weiß, ich wusste nicht, welche Datei es ist, aber wenn ich schon weiß, dass es da irgendwo ein Problem gibt, dann wissen das eine ganze Menge andere Leute. Und insofern werte ich also auch diesen Schritt von WikiLeaks jetzt zu sagen, Scheiße, ist raus, ist gegen unseren Willen, aber wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren und wir geben es jetzt allen. Ich meine, sie hatten ja keine andere Wahl mehr. Es war ja so, dass sie nichts anderes mehr machen konnten, als da die Flucht nach vorne anzutreten, wie ich das meine, auch in einem Artikel ganz gut erklärt zu haben.
dieser gesamte Vorfall, insgesamt bewerte ich ihn als etwas ärgerlich, weil die Haupt... Aber eben, weil natürlich sich weniger die Leute überhaupt so differenziert in den Medien, die du gerade ansprachst, damit auseinandersetzen und sagen, naja, jetzt haben wir hier die Teilschuld von David Lay, der irgendwie ein Passwort raushaut, aber meint, es wäre temporär gewesen. Es gibt keine temporären Passwörter. Okay, ja, ist in Ordnung. Also, aber ich meine, dann hätte er trotzdem irgendwie weniger Geltungsdrang zu... Gut, er hätte aber dann wenigstens vielleicht ein anderes nehmen können. Also ich finde es sowieso ja, schon mal geschmacklos. Aber es ist eben mal ein Journalist, wenn ich mal ganz kurz eingreifen darf, der eben halt auch einfach mal verifizieren muss, das, was ihm gesagt wird. Und wenn er deine Mutter fragt und die ihm sagt, ne, also es geht so nicht. Das geht so nicht. Nee, also ich wollte auch noch mal ganz kurz also auf die eigentliche vielleicht Ausgangsfrage dieses Panels zu sprechen kommen, weil wir sitzen ja hier mit der Frage, was wir lernen können aus dem jüngsten Desaster. Und also das, ich glaube, das ist die Frage, die werden wir uns vielleicht auch nochmal in einem Monat oder zwei oder sonst irgendwie nochmal stellen müssen. Es ist vielleicht ein bisschen früh, weil das ist alles noch sehr frisch. Aber trotzdem vielleicht einfach nochmal ganz kurz zwei Punkte, die eigentlich ein bisschen anschließen an das, was du gesagt hast. Wir hatten eigentlich ein ziemliches Missverhältnis, also oder ein Missstand eigentlich mit der Veröffentlichung der Cables. Und zwar nämlich, dass WikiLeaks eben halt diese ganzen komischen Medienpartnerschaften eingegangen ist, die eben halt einigen Medienhäusern exklusives Verfügungsrecht über diese Dateien und so weiter zugespielt hat. Und die sich natürlich auf eine gewisse Weise darauf ausgeruht haben und so weiter und das Ganze eben quasi wie so eine Art von, ja, Reservoir, Datenreservoir, unendliches Datenreichtum und so weiter für ihre, ja, du hast den Begriff des Skandals eingebracht, finde ich irgendwie auch ein bisschen unpassend sozusagen in einem Zusammenhang, wo es um Aufklärung geht. Und die Medien eben halt Partner, ja, also Christiane Schulz-Gerardutti hat eben halt versucht, eben halt das eben halt auch einzuklagen, eben halt gegen eben, es gibt irgendwie so ein Monopolstellungsgesetz, also es ist halt ein bisschen problematisch. Also natürlich müssen diese Dateien eben halt in Zirkulation geraten und nicht nur bei, ne, und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich die Situation erreicht, in der eben halt diese ganzen Dateien jetzt plötzlich alle verfügbar sind. Eigentlich haben wir darauf gewartet, denn wir waren natürlich nicht damit zufrieden, wie der Spiegel damit umgegangen ist, hier in Deutschland. Das ist Bullshit gewesen, ist ganz klar. Also ich meine, diese Aufmacher-Story damals, das geht ja gar nicht, das ist ja Bild-Zeitung gewesen, Boulevard. Und das Problem ist natürlich, ne, also ganz klar, dass diese ganze Art, wie gehen wir mit diesen Dateien um und wir müssen halt natürlich die redigieren, das ist jetzt blöderweise, sehr blöderweise eben halt übersprungen worden, was natürlich Glaubwürdigkeit dieser Plattform eben halt sehr beschädigt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir müssen uns eben halt im ersten Schritt natürlich fragen, so was machen wir jetzt mit dem ganzen Scheiß? Also denn, also es wird jetzt eben halt zu Crowdsourcing aufgerufen, Al Jazeera wird da irgendwie involviert und ruft dazu auf. Das heißt, die Journalisten, die Wissenschaftler, die Historiker und die ganzen Leute, die gesagt haben, wir müssen mit diesem Material arbeiten, wir wollen nicht darauf warten, bis der Spiegel schon wieder irgendeine tolle Quelle irgendwie nennt. Also das heißt, wir müssen das irgendwie organisieren. Und auf der anderen Seite eben halt müssen wir uns aber auch fragen, ja, was eben halt... diese Schlammschlacht jetzt auf gehobenem Niveau sozusagen, also massenmedial, eben halt im Augenblick bedeutet. Und in der FAZ ist heute irgendwie halt auch, ja, ein Artikel erschienen, die gehen über Leichen. Das ist ja auch ganz klar, ganz normal in diesen ganzen Leuten, die irgendwas mit Revolution und Radikalität zu tun haben. Das machen die schon immer und so. Also das heißt, wozu führt jetzt eigentlich sozusagen diese ganze, diese aktuelle Entwicklung, das aktuelle Desaster? Also, es gab ja, das heißt, es gab die Medienpartner, jetzt gibt es die anderen, also wie die Frankfurter Rundschau, die eben halt nicht in Besitz der Dateien, also nicht Zugang zu den Dateien hatten zum vorher. Schluss. Bitte? Bitte? Genau, jetzt kann es jeder haben. Warum sind die nicht froh darüber? Ja, da, alle schelten jetzt und
Das heißt, wohin läuft das Ganze, worauf läuft das Ganze hinaus im Hinblick darauf, also was wir, also wie Daniel Domscheit-Berg ja auch im großen Stile immer wieder gesagt hat, wir haben hier eine große Debatte über Transparenz in der Gesellschaft. Ja? Und was hat das für Konsequenzen für diese Debatte, wie wir jetzt mit dieser Art von Meta-Leak umgehen? Ich glaube, diese ganze Geschichte, die wirft Fragen auf ohne Ende. Ich hätte ja auch noch zwei, die ich gerne noch in die Runde geworfen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir jetzt sitzen dürfen und wollen und können, aber ich glaube, wir haben noch also einiges dazu zu sagen. Zwei Fragen, die mich interessieren, sind einmal konkret auf die gegenwärtigen Projekte bezogen, die ich euch gerne stellen würde, nämlich wie viel Schaden ist da jetzt eigentlich entstanden? Also als WikiLeaks gestartet ist, ich stand da und dachte, wow, das ist echt total irre, das revolutioniert die Welt, das ist irgendwie, das wirft die Medien um, das wirft die Idee von Öffentlichkeit um, das wird Politik auf den Kopf stellen, das ist schon echt was. Und inzwischen denke ich mir, okay, da war einer, der hat sich übernommen und hat eine ganze Menge Fehler gemacht und hat eine ganze Menge tolle Sachen gemacht. Und in der Öffentlichkeit, glaube ich, ist der Eindruck entstanden, da war ein riesengroßes Projekt und das ist jetzt total auf die Schnauze gefallen. Und die eine Frage, die sich mir dann stellt, ist, was heißt das jetzt eigentlich für die Idee von WikiLeaks? Und die Frage, die dann danach kommt, die ich jetzt auch schon mal in den Raum stellen will, natürlich, wie geht es denn dann aber weiter? Wie findet ihr, dass das eigentlich mit Leaks, mit Leaking-Plattformen in Zukunft sein sollte? Gibt es dafür schon eine Idee und Richtung? Sollte da redigierend eingegriffen werden? Sollte jetzt alles öffentlich frei? Geht es in die Richtung, wie OpenLeaks sich das vorstellt? Geht es in die Richtung, wie WikiLeaks gedacht war? Oder müsste es ganz anders sein? Also ich glaube, der größte Schaden ist wirklich für die Idee selber entstanden. Es gab ja, ich glaube, inzwischen ist das so eine Art Running Gag-Tweet gewesen mit diesem, wenn ich irgendwie bei den Geheimdiensten arbeiten würde, würde ich mir heute Abend ein Kaminfeuer anmachen und mir fein die Hände reiben. Das hatte, glaube ich, ursprünglich Peter Glaser zum Anlässlich des Daniel-Rauswurfs getwittert, oder? So, inzwischen kann man das bei jeder neuen Headline über WikiLeaks oder OpenLeaks twittern, passt immer wie die Faust aufs Auge. Das heißt, diese Idee hat da unglaublichen Schaden genommen. Jetzt muss man sich natürlich andererseits überlegen, ich hatte das ja anfangs schon mal gesagt, das war ja nur eine technische Lösung für etwas, was es vorher auch gab. Vorher gab es diese braunen Umschläge, wo man was reingetan hat. Da passten halt nicht eine 1/4 Million Cables rein. Aber das ist dann auch eigentlich so der einzige Unterschied, wenn man also, okay, von ein paar Details absieht. Wie der Veröffentlichung und dass wir alle das einsehen können und nicht nur die New York Times oder so. Aber grundsätzlich ist da ja erstmal kein so großer technischer Schritt gemacht worden. Und was ich ja gerade schon beklagt habe, ist die Frage, an wen schicke ich das? Kann ich dem vertrauen? Die ist irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Und ich denke, wo es hinführen wird, zwangsläufig und werden muss, ist, dass man ein Open Source vernünftiges System hat, was mehr oder weniger eine Funktion garantiert, wenn man es richtig eingesetzt hat und man als Whistleblower entscheidet, okay, ich möchte meine Datei jetzt dieser Person zugänglich machen oder dieser Gruppierung. Es mag ja auch sein, dass man mit der politischen Orientierung WikiLeaks nicht zufrieden ist und die seine Sachen eben jemand anders schicken möchte. Insofern war ja die Idee, dass OpenLeaks sagt, naja, wir stellen diesen Dienst mit unserem Know-how erstmal so ungefähr jedem zur Verfügung, der bereit ist, dafür zu zahlen. Nicht so blöd, ja, also zu sagen, okay, es soll halt mehrere Leute geben oder mehrere Institutionen geben und derjenige, der abschickt, muss überlegen, wem er vertraut. Man sieht eben bei WikiLeaks, dass da auch klitzekleine Fehler durchaus zu riesigen Problemen führen können. Und ich würde mir als Whistleblower durchaus aussuchen wollen, wem ich vertraue. Also ich denke, dass in Zukunft einfach dieser menschliche Faktor ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken wird, wenn wir es schaffen, nochmal das Vertrauen überhaupt herzustellen. Weil, wie gesagt, auf der Ebene, auf der wir jetzt diskutieren, die Debatte im Haupt-Mainstream-Medien ja gar nicht stattfindet. Sondern da, wie du gerade auch sagtest, oder wie mehrere im Raum schon sagten, das sehr platt geführt wird. Aber dann ist die Frage ja sozusagen, wie viel menschlicher Faktor? Ein System ohne menschlichen Faktor gibt es nicht. Menschen machen Fehler. Das haben wir gerade gesehen. Gleichzeitig, die Frage steht im Raum, wie viel Mensch zur Maschine?
Also ich meine, wenn ich ein WikiLeaks programmiere, was sofort veröffentlicht, dann könnt ihr mal sehen, was da landet. Das heißt, da muss irgendwo ein Mensch sein und ich denke, dass, wie gesagt, der menschliche Faktor wird größer werden und er wird bei jeder Einreichung natürlich auch zum Tragen kommen. Den werden wir nicht wegkriegen, den wollen wir auch nicht wegkriegen. Und dieser menschliche Faktor kann eigentlich nur durch eine Auswahl, durch ein Aggregat an vielen verschiedenen Stellen, wo dieser menschliche Faktor wirkt, kann dem irgendwie versucht werden, entgegenzuwirken. Also ich glaube, dass es wirklich die Lösung, diesen menschlichen Faktor in den Griff zu kriegen, nur sein kann, dass man eben viele Stellen hat, wo viele verschiedene menschliche Faktoren, viele verschiedene Fehler machen und man irgendwann sich vielleicht überlegt, okay, ich möchte, dass diese Datei niemals unredigiert an die Öffentlichkeit kommt, dann schicke ich sie schon mal nicht an WikiLeaks, weil bei denen habe ich den Eindruck, die kriegen das nicht auf die Reihe. Und ich möchte, dass diese Datei irgendwie in der und der Form ausgewertet wird und dann schicke ich sie halt an die und die Stelle. Und ich denke, dass man eben das nur durch mehr menschliche Faktoren, die man sich irgendwo, wo man die Auswahl hat, man diesem Problem irgendwie begegnen kann. Und dann kommt natürlich, spielt Vertrauen wieder eine Rolle. Und zwar nicht Vertrauen in die Technik, sondern Vertrauen in den Menschen. Also ich habe noch ein paar kurze Gedanken, die mir dazu noch einfallen. Also das eine ist, ich stelle mir unter einer zukünftigen Leaking-Plattform ein anderes technisches Modell vor. Zum Beispiel so etwas in der Art, wie die technischen möglichst sich auch für technisch weniger begabte zu benutzende Werkzeuge werden bereitgestellt, um selbst zu publizieren. Das heißt, man umgeht diese zentrale Plattform und stellt ein Werkzeug zur Verfügung, das man dezentral tun kann, braucht aber gleichzeitig eine Infrastruktur, um es zu verbreiten, also wegen der öffentlichen Wahrnehmung. Stelle ich mir für die Zukunft ganz gut vor, ich habe beim Camp schon ein Projekt kennengelernt, die sowas planen, natürlich dann Open Source, das heißt, das Vertrauen in die Technik könnte sich minimieren. Ich weiß, nobody reads the code anyway, aber zumindest das Potenzial, dass es jemand liest, ist ja da. Für die ethischen Fragen, da finde ich die Debatte deutlich spannender und ich finde sie auch am Beispiel WikiLeaks sehr spannend. Natürlich kann eine Maschine keine ethische Entscheidung treffen, das kann natürlich nur ein Mensch und das ist eine sehr individuelle Entscheidung und sie ist schlecht in einem Team abbildbar, das hat sich bei WikiLeaks ja auch gezeigt. Wir haben bei WikiLeaks gesehen, am Anfang war das eine radikale Ethik, die Julian vertreten hat und später auch Daniel vertreten hat. Nämlich zu sagen, der Whistleblower entscheidet, wenn er hochlädt, dass er veröffentlicht und zwar vollständig. Unredigiert. Das hat sich sehr schnell geändert und zwar aus meiner Sicht war der Beginn davon die Datei der British National Party und der HIV-Test von Steve Jobs, wo klar war, dass die radikale Ethik vielleicht so nicht fortgeführt werden kann. Und dann schlug das Pendel so in die andere Richtung. Was? Ja, der HIV-Test war ein Fake und sie haben ihn als Fake, aber ich meine, das Problem hat sich dargestellt. Dann schlug das Pendel in die andere Seite aus meiner Sicht, auch mit der Zusammenarbeit mit den Medien, zu sagen, wir redigieren sehr stark und wir überlassen überhaupt nicht mehr dem Whistleblower die Entscheidung, wann was kommt, sondern wir machen das eigentlich nur noch anhand des Medieneinschlags und wie groß das ist und so weiter. Und ich finde interessant, dass also jetzt wieder so ein bisschen zurückschlägt. Das höre ich so ein bisschen an den Reaktionen. Und da freue ich mich eigentlich bei den zukünftigen Plattformen, wie da laufen wird, zumal wenn sie dezentral sind. Ich fand noch viel spannender eigentlich zwischendurch, dass die Ansage kam, wir veröffentlichen nur das, was der Whistleblower, der uns alles gegeben hat, nachher sagt, veröffentlicht, also was er nachher veröffentlicht haben möchte. Und das fand ich ganz, ganz schrecklich, weil das Material war da und er hat sich dann Gedanken gemacht über das, was er da eigentlich tut. Also es ist ja eigentlich immer das Problem dann der Verantwortung. Wer ist eigentlich verantwortlich für den Leak nachher? Der Whistleblower, diejenigen, die es veröffentlichen. Auch das ist ja noch nicht fertig diskutiert, das ganze Thema. Und dieses Stadium, wir haben alles, aber wir dürfen nicht alles veröffentlichen, weil der Whistleblower Nein sagt, das ist ja genauso schlimm, als wenn ich einfach die gar nicht erst veröffentliche, die Daten, also gar nichts davon. Und das finde ich eigentlich den schlimmsten Status von allen. Zu dem, was du eben gesagt hast, Constanze, fiel mir was ein, was Daniel Matthews in dieser Veranstaltung, was Daniel Matthews in dieser Veranstaltung auch gesagt hat im Frühjahr, die ja übrigens auch eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung war, wenn ich das mal erwähnen darf. Am Anfang bei WikiLeaks war es nicht nur ein Wiki und ein kollaboratives Arbeiten, sondern tatsächlich eben auch so, dass alles veröffentlicht wurde. Und was er auch erzählt hat, war, dass das den Effekt hatte, dass das niemand zur Kenntnis genommen hat.
dass sozusagen könnte man daraus schließen, da war zu wenig menschlicher Faktor, weil da lag alles offen da, aber kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und erst der Wirbel, den Julian Assange gemacht hat, führte dazu, dass die Medien angefangen haben, hinzugucken. Wie passt das zu deiner Idee? Also das hat aus meiner Sicht mehrere Ebenen. Das stimmt natürlich, man braucht einen gewissen Wirbel, um A, die Whistleblower zu kriegen, ja, und zum anderen natürlich auch die Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben aber an den Dokumenten bei WikiLeaks auch nach Collateral Murder gesehen, dass längst nicht alles, was dort stand, öffentliche Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an diesen Fall mit den vergasten Hühnchen erinnert. Es gab diese, ich weiß nicht, kennt das irgendjemand hier? Es gab eine Datei, die belegte, dass nicht nur eine, es waren mehrere Papiere, die belegte, dass strukturell am Frankfurter Flughafen Tiere vergast werden, weil die Eigentumsfrage ungeklärt war und weil aufgrund dieses gesetzlichen Vakuums gerade in so einem Transferbereich von einem Flughafen nichts anderes zu machen war, als die Tiere zu vergasen. Und einmal waren es eben sehr viele, also ich möchte nicht lügen, aber es waren also 100.000 Küken oder so, oder also eine große Anzahl, wo das technische Hilfswerk anrücken musste, um diese Vergasung durchzuführen. Keine Zeitung, obwohl WikiLeaks damals sogar Kontakt von sich aus aufgenommen. Man wollte das schreiben, weil das lag alles irgendwie 4-5 Monate zurück. Hatte keinen Aktualitätswert mehr, war auch überhaupt ziemlich unpolitisch so. Also das heißt, und davon gibt es so viele Beispiele, auch im nichtdeutschen Raum. Insofern, das Problem wird bleiben. Das sind aber eher Medienmechanismen, die eine Leaking-Plattform, ja meine Güte, da müssen wir mit unseren Medien reden, nicht wahr? So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich bin Lynx. Ich wollte anmerken, dass die Technologien eigentlich, die Tools, die dafür verwendet werden, noch ziemlich in Kinderschuhen sind. WikiLeaks hat teilweise sehr rudimentär operiert, habe ich den Eindruck. Und da tut sich jetzt einiges. Es sind mehrere Gruppierungen daran, bessere Technologien dafür zu entwickeln. Und da möchte ich gerne GlobalLeaks erwähnen. Das ist eine italienische Gruppierung, die spezialisiert sich darauf, ein Tool zu bauen, welches dezentral operiert und lokal für jede Stadt, für jedes Land zugänglich ist. Also wo ein Leak, der auf der Ebene von Oberpfaffenhofen passiert, weil dort der Oberbürgermeister irgendwas angestellt hat, der erreicht dann auch tatsächlich die Medien, die das hören wollen und ist nicht durch einen massiven Organisationskopf blockiert, wie es halt ein Zentralsystem wäre. Und also da tun sich Dinge. Und einen anderen Punkt würde ich gerne fragen, wieder zurückspulen, ein paar Situationen vorher. Und da geht es um die Frage Passwörter. Sind wir der gleichen Meinung, dass Passwörter sind ja quasi, gehören in den Intimbereich einer anderen Person, man hat sie geliehen bekommen, aber sowas gehört sich nicht veröffentlicht. Sind wir da alle einer Meinung? Ja, und da frage ich mich, sollte man das nicht eigentlich unter Strafe stellen? Ja, es ist ein Lacher, aber man kann manchmal Sachen nicht so direkt übertragen aus dem Virtuellen ins Physische und im Prinzip ist das irgendwie eine Art von Diebstahl oder eine Art von, da hat mich jemand vor der Öffentlichkeit ausgezogen oder ich weiß nicht, womit man das vergleichen sollte, aber wenn das ernsthaft strafbar wäre, dann wäre das Problem jetzt nicht passiert. Ja, ich habe jetzt nur eine ganz kurze Verständnisfrage. Weiß jemand eigentlich wirklich definitiv, wer wann entschieden hat, was veröffentlicht wird? Denn offenbar hatten die sogenannten Medienpartner, also im Falle WikiLeaks, ja die komplette Datei und haben aber sozusagen in konzertierter Aktion immer nur bestimmte Sachen veröffentlicht. Wer hat das entschieden? War das Julian Assange, WikiLeaks oder waren das die Zeitungen unter sich, die das abgemacht haben? Also es kam ja immer nur so zum aktuellen politischen Geschehen was raus. Die Frage beantworte ich mit Halbwissen, aber großer Sicherheit, dass WikiLeaks sich selbstverständlich da den Daumen drauf gehalten hat. Und das Letztendliche, es wurden ja immer die Cable-Häppchen, die uns von Assange gereicht wurden, auch immer von dort aus veröffentlicht. Ich glaube, es gab einige Artikel, in denen Medien auf nicht veröffentlichte Cable Bezug genommen haben. Aber soweit ich, also wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass WikiLeaks da vertraglich sich das gesichert hatte, dass sie da das letzte Wort haben. Aber offenbar hatte ja zumindest der Guardian die komplette Datei und wie man liest auch die New York Times und diese Heather Brook und so weiter, die haben sich also bis dahin alle an die Abmachung gehalten.
Ja, wer hat sich denn nicht dran gehalten? Genau sagen, wer die Dateien hatte. Also es gab, also klar, bei WikiLeaks lagen alle. Es konnten alle Medienpartner vorab auf alle draufschauen, 2 Tage lang. Also gab's, hat man sich getroffen und hat dann drauf gucken dürfen und auch ein bisschen notieren dürfen. Und ansonsten gab es immer nur häppchenweise. Naja, das kann ja nicht also, sein, weil David Lee ja die gesamte Datei hatte. Ja, das hatte. War aber dann die, die dahin geraten ist, ohne dass sie dahin kommen sollte. Das war also jetzt nicht die, was mal an die Medienpartner abgegeben worden ist. Die hatten eigentlich nur ihre Häppchen bekommen. Und Guardian war es wohl ein Fehler passiert. Man ist ja noch nicht ganz sicher, warum es da ist. Nee, ja, also ich denke, dass also die Frage war, wer hat das letzte Wort gehabt, wann welche Cables veröffentlicht werden. Da bin ich mir relativ sicher, dass das eben über WikiLeaks gegangen ist. Und ich meine, das ist auch in einem Buch, sind da einige Vertragsdetails erwähnt. Ich weiß aber nicht genau, in welchem. Ich glaube, das ist das von den Spiegeljungs. Okay. Vielleicht noch ganz kurz, weil dieses Wort mit dem Skandal, weil mir das gerade angelastet wurde, das zu sagen, dazu, also Konstanze ist da ja gerade auch schon nochmal drauf eingegangen, dass WikiLeaks angefangen hat, sich auf ja, Medienwirksamkeit zu konzentrieren, war, glaube ich, auch aus der Erwägung heraus, dass sie dem Whistleblower gegenüber nicht nur zur Veröffentlichung verpflichtet sind oder sich nicht nur zur Veröffentlichung verpflichtet fühlten, sondern auch dazu, der Sache zum maximalen medialen Impact zu verhelfen. Dass du, und wenn das eben so ist, dass wir nur noch mit Skandalen irgendwie kommunizieren und Medien und Politik machen können, dann kommt eben irgendwann der Gedanke, das so auch zu versuchen. Ich würde ja schon noch, wenn wir jetzt schon bei den lustigen kleinen Details sind, fragen, ob irgendjemand weiß, wer jetzt hier eigentlich von Julian Assange verklagt wird, ob das nun eigentlich Jakob Augstein, Daniel Amsteigberg oder Steffen Kraft ist. Du hast eben, als ich gefragt habe, gibt es noch relevante Punkte, die wir bisher vergessen haben, hast du gesagt, ganz viele. Ja, also ich finde schon, wenn man also über diese aktuelle Schlammschlacht hinweg sieht, finde ich, dass es für die Zukunft eine Menge Fragen gibt. Wenn wir dezentrale Modelle anstreben, so die, über die wir jetzt ja teilweise schon gesprochen haben und wo es mehr als ein Projekt gibt und ich diese regionale auch eine gute Idee finde, wie macht man die andere Seite, die WikiLeaks ja auch gemacht hat, mit den Medienpartnern zusammen? Also wie stellt man die Öffentlichkeit her? Wie kriegt man auch interessierte Leute dazu, davon zu erfahren? Und wie kann man das vielleicht auch jenseits der normalen Medienstrukturen machen? Also auch selber eine Möglichkeit aufbauen? Also ich will ja nicht wieder irgendwie das Indie-Media-Stichwort geben, weil das immer ein ganz schlimmes Stichwort ist, aber also wie baut man sich ja selber Strukturen? Und wie nutzt man den Schwung, den ich gerade bei diesem WikiLeaks-Feind gerade so sehe? Also derzeit funktioniert ja das Lesen, Gegenlesen und Veröffentlichen des Gefundenen ziemlich gut. Also im deutschsprachigen Raum finde ich noch nicht so, aber im Englisch- und Spanischsprachigen bin ich ganz beeindruckt, wie diese, die Masse von Leuten guckt sich was an, hat einen Hashtag und haut es raus und jemand sammelt es. Finde ich, funktioniert sehr gut, ist fast wieder so, wie der Ansatz mal gedacht war. Wie rettet man darüber zu einer Plattform, die dann erstmal keiner kennt und wo vielleicht nicht unbedingt so eine faszinierende Figur wie, muss man einfach so sagen, wie Julian Assange da steht und auch die Medienöffentlichkeit auf sich zieht. Also ich finde, das ist schwer. Und den Teil sollte man halt nicht vergessen, wenn man eine coole Technik baut. Also wäre mir auch wichtig. Ja, ich habe eigentlich... Also diese Veranstaltung hier ist ja so ein bisschen, könnte man sagen, Agenda-Surfing, zu Recht ja auch. Es gibt was Aktuelles, wir reagieren darauf. Und ich frage mich so ein bisschen, also weil das eben halt in den letzten Zeit im Zusammenhang mit WikiLeaks meistens der Fall war, ob es nicht auch für diejenigen, die jetzt hier sind, nicht auch wünschenswert wäre, halt so eine Art von Agenda-Setting halt auch zu machen, also jetzt auch im Hinblick auf WikiLeaks und Leaking-Plattform etc. pipapo. Also wir als Teile der digitalen Gesellschaft, ob es nicht als wünschenswert wäre, eben sozusagen halt auch so ein bisschen so nicht immer nur zu reagieren auf das, was gerade passiert und Dinge zu erklären, dass wir eben halt auch Agenda-Setting betreiben. Ich weiß nicht, also und ob das und wie das aussehen könnte. Also vielleicht ist das ja was Positives, was die Leute auf der
Podium hier mal von sich geben könnten. Ja, ja? Ich kann der Konstanze zustimmen. Wir geben uns da eigentlich beide, glaube ich, die größte Mühe, genau das zu machen. Hinter dir ist noch eine... Also klar, da kann man noch andere auffordern, das auch zu tun. Also in dem Bereich, wo sie sich auskennen. Also ich meine, ich würde unterstützen wollen. Na klar, also Agenda-Setting ist deutlich wichtiger als über irgendwie so die Tränen zu vergießen über vergangene, schiefgegangene Dinge. Trotzdem natürlich irgendwie der Effekt, dass man möglichst daraus was lernen sollte, nicht zu unterschätzen. Also das hat ja auch bei anderen, hat sich glaube ich bei anderen Sachen gezeigt. Da passt das, was ich noch unbedingt loswerden wollte. Und zwar werden wir ja jetzt sehen, also es wird ja jetzt dieser große, und da will ich jetzt mal ein bold Statement machen und mich weit aus dem Fenster lehnen. Es wird ja jetzt, es wird also spannend jetzt. Also was, es wird jetzt gerade diskutiert, dass jetzt also geht bald die Lynchjustiz los und die ganzen US-Informanten, die stehen jetzt mit Hose runter da und ich bin mal sehr gespannt oder ich äußere auch starke Zweifel daran, dass das in der Form passieren wird, weil also ich jetzt davon ausgehe, dass selbst wenn die USA nicht wussten, welche Cables rauskommen und welche nicht, sich darum gekümmert haben werden, bestimmte Personen vielleicht in Sicherheit zu bringen, falls es rauskommt, beziehungsweise ich ihnen durchaus den Intellekt zutraue, das mit dem Passwort mal etwas früher probiert zu haben als alle anderen. Sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass dieser Effekt der unredigierten Cables nicht besonders dramatisch sein wird. Das ist mein bold Statement. Was voraussetzt, dass wir davon ausgehen, dass das State Department die Guten sind und sich für die Menschenrechte einsetzen? Ja,